Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es darum, wie wir so einen Smokergrill ganz schnell und einfach einbrennen und für die nächste Gartenparty fit machen. Und wie das geht, in einer neuen Folge von Jörg erklärt. Jörg erklärt. Heute das Thema Einbrennen eines Smokers. Ich habe mir im Internet so einen Smoker von der Firma Teine bestellt, haben ihn zusammengebaut, war ganz schön Arbeit. Und jetzt ist das Thema, wie wir diesen richtig einbrennen. Er hat eine Brennkammer, eine Garkammer und noch eine Räucherkammer zugleich links, wie wir sehen. Und was ich sehr gut finde, emaillierte Röste. Das bringt so gut wie kein Grill momentan mit sich. Und er verfügt über ein 3 mm starkes Blech, also was meiner Meinung nach eine sehr gute Wärmehaltung verspricht. Und diesen Grill wollen wir heute einbrennen. Zum Einbrennen benötigen wir als erstes Leinöl. Ganz normal aus dem Supermarkt, kann man überall kaufen. Als zweites dann noch ein Grillkohleanzünder, wie ich ihn selber hergestellt habe, lege ich oben nochmal einen Link. Und als nächstes noch ein digitales Messgerät, Temperaturmessgerät, habe ich jetzt zur Verfügung, muss man nicht unbedingt haben, da unser Grill ja auch ein Thermometer besitzt, überall. Und von daher ist das jetzt nicht ganz so wichtig. Und ein paar Baumwollputzlappen, wo wir damit unser Leinöl einstreichen können. Und natürlich zum ersten Anfangen ordentliches Räucherholz. Also ordentlich getrocknet. Ich verwende jetzt hier in meinem Fall gerade Kirschholz. Und von daher können wir da auch schon fast starten. Als erste Arbeit werden wir erstmal unsere Gitter entnehmen. Diese sind sehr hochwertig verarbeitet. Sie sind emailliert. Das gefällt mir sehr gut an dem Grill. Das muss ich sagen, hat der Hersteller besonders gut im Griff. Also emaillierte Roste sind bei mir ganz hoch im Kurs. Also wer sich da normal mit normalen Stahl oder irgend sowas herangeht, also das rostet und macht etc. und das macht überhaupt keinen Spaß. Überall emaillierte Roste, wie wir sehen, die nehmen wir jetzt erstmal heraus und dann können wir langsam mit der Vorbereitung beginnen. Zum Einbrennen nehmen wir ganz normales Leinöl und geben das auf ein normales Baumwolltuch, wie wir jetzt sehen können, und reiben jetzt unseren Grill damit komplett ein. Was heißt komplett? Also wir reiben nur den Grill innen ein, in der Garkammer und in der Räucherkammer. Also in der Brennkammer wird er nicht eingerieben. Das ist ganz wichtig. Also nochmal. In der Garkammer, in der großen, wird er eingerieben. Und in der Räucherkammer wird er auch von innen eingerieben. Und das werden wir jetzt mal durchführen. Das dauert dann eine ganze Zeit. Das kann man sich auch einen Pinsel zur Hilfe nehmen. Und das tragen wir jetzt mit einem Läppchen hier komplett auf. Und das wird eine Weile dauern, bis wir das überall drauf getragen haben. Also eine dünne Schicht Leinöl ziehen wir hier auf. Und damit tun wir jetzt die Grundlage für unseren Smoker schaffen, dass wir jetzt jahrelange Freude an ihm haben werden. Und das werden wir jetzt mal tun. So, wir haben jetzt unseren Smoker von innen eingeölt. Und jetzt werden wir unseren Smoker von außen komplett einölen. Also eine ganz hauchdünne Schicht mit Leinöl werden wir jetzt hier aufbringen, und zwar auf den kompletten Smoker. Wenn ich komplett sage, sage ich alles, also von außen alles, auch die Brennkammer und so weiter. Und jetzt schöne hauchdünne Schicht aufziehen und wir werden mit einer langen Haltbarkeit des Smokers belohnt werden, da wir
nicht den ersten Smoker so einbrennen, sondern schon mehrere so getan haben. Und wir können daher berichten, dass das sehr gut funktioniert und bis jetzt noch kein Smoker angefangen hat zu rosten an den Stellen, die wir eingeölt haben. Also, es bedarf etwas Zeit, aber es lohnt sich. So wie wir jetzt sehen, ist unser Smoker komplett eingeölt. Er glänzt von jeder Seite. Es ist schon etwas dunkel geworden, aber das stört uns halt wenig. Und nun ist unser Smoker auch bereit, um das erste Feuer hier zu entfachen. Fürs erste Feuer machen benötigen wir natürlich als erstes einen Grillanzünder. Und wie diese man sich selber herstellt, habe ich in einem anderen Video schon mal gezeigt. Das legen wir jetzt erstmal aufs Rost. Und wir benötigen natürlich noch Räucherholz, also quasi wir verwenden jetzt getrocknetes Kirschholz. Und werden jetzt beginnen, ein kleines Feuer zu entfachen. Und der Hersteller schreibt vor, dass wir eine Temperatur von 180 Grad einfahren sollen. Und zwar über den langen Zeitraum von ca. 2 Stunden, um diesen Lack jetzt einzubrennen. Der Hersteller sagt auch vorher, dass wir unseren Grill vorher einfetten sollen mit einem schönen ordentlichen Fett. Wir verwenden daher ein ordentliches Leinöl, weil das auch bei geringeren Temperaturen auch schon zu trocknen beginnt. Also wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und jetzt werden wir erstmal unseren Grill auf Temperatur bringen. So, wie wir sehen, das Feuer beginnt zu brennen. Und jetzt warten wir darauf. Also quasi wir schließen jetzt unseren Deckel, haben die Seitenklappe noch geöffnet. Und werden jetzt darauf warten, bis wir jetzt die 180 Grad jetzt in unserem Garraum erreichen werden. Das dauert ein wenig, also bitte Geduld. Was wir natürlich nicht vergessen sollten, ist, um unseren Schornstein zu öffnen, haben wir so ein Drehblech drauf, damit wir ordentlich Durchzug bekommen. Ganz wichtig. Jetzt haben wir unsere 180 Grad erreicht und wir fahren seit einer halben Stunde diese 180 Grad und wir sehen jetzt schon an der Brennkammer rechts, wie sich unser Leinöl schon langsam einzubrennen beginnt. Also es trocknet auf, das ist meistens so im bräunlichen Farbton, aber das ist jetzt nicht so schlimm und da es ja in unserer Form gewollt ist. Und wir sehen auch, wie der normale Brennraum jetzt langsam anzutrocknen beginnt. Also es ist ein sehr gutes Zeichen. So wie wir sehen, kommt unsere Räucherkammer nicht auf Temperatur. Und darum haben wir uns entschlossen, einen mit Briketts gefüllten Grillanzünderkamin, also einen halb gefüllten Grillanzünderkamin, in die Räucherkammer zu stellen, um diese auch ordentlich auf Temperatur zu bringen. Wir haben da vorher nochmal einen Stein unten reingelegt, dass das nicht ganz aufsitzt. Jetzt stellen wir diesen Grillkamin hinein und werden so jetzt unsere Räucherkammer ordentlich auf 180 Grad hochbringen. Das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir das so machen und ganz nur vom Feuern hinten oder vom Feuern vorn wird das nicht zu bewerkstelligen sein, da wir wollen, dass unsere Farbe auch überall einbrennt. So, 10 Minuten später hat unser Anzündkamin die gewünschte Temperatur schon erreicht. Wir fahren ja bei fast 200 Grad in unserer Räucherkammer. Sehr gutes Ergebnis. Also, ich denke mal, so sollte man das auch machen. Also, ansonsten bekommt man die Temperatur in der Räucherkammer nicht so hin und damit gehen wir auch sicher, dass sich unsere Farbe ordentlich einbrennt. So, jetzt ca. 2,5 Stunden später hat jetzt unser Grill ordentlich Temperatur abbekommen. Zwischen 180 und 190 Grad haben wir den jetzt gefahren und hat sich auch schön schon unser Öl hier ordentlich eingebrannt. Das sehen wir auch hier an diese braunen Spuren.
Das ist genauso, wie es zu Hause in einer Pfanne ist. Wenn man in der Pfanne einbrennt, bilden sich auch solche Spuren, solche braunen Spuren in der Pfanne. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass hier auch was gefruchtet hat. Und unsere Idee, hier einen Anzündkamin in unsere Räucherkammer zu stellen, hat auch sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Wir haben ordentlich Temperatur bekommen und unsere Lack und etc. hat sich jetzt ordentlich, denke ich mal, jetzt angeglichen. Wir sehen das jetzt, dass das Öl hier langsam verschwindet. Hintenrum ist alles schon verschwunden. Und die anderen Sachen werden wir beim nächsten Grillvorgang dann auch weiterhin hier verschwinden. Auch wenn es schon etwas dunkel geworden ist, aber unser Smoker, denke ich mal, ist jetzt gut vorbereitet worden auf die kommenden Jahre für die Grillsaison. Wir können ja nochmal hier hereinschauen, wie es da drin aussieht. Da ist nämlich unser Film schon sehr gut, hat sich da abgesetzt hier, unser Rauchfilm. Hier sehen wir das schon sehr gut an die Verschraubung etc. Hier ist ein richtig brauner Smokefilm schon entstanden. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir hier auf einem sehr guten Weg sind. Jetzt lassen wir unseren Smoker ganz entspannt abkühlen. Wir legen jetzt kein Holz und keine Holzkohle mehr nach. Und damit ist unser Smoker jetzt auch schon einsetzbar oder einsatzbereit für die erste Grillparty. Und wir können unser erstes Fleisch drauf smoken oder unseren ersten Fisch da drinnen schön einräuchern. Also, das sind viele Sachen offen, damit kann man sehr viele Sachen anstellen. Heute, einen Tag später, ist jetzt unser Grill schön eingebrannt. Also wir haben ja gestern Abend noch gesehen, dass wir da auch schon fertig waren. Jetzt haben wir den nochmal ordentlich angeheizt und heute machen wir den ersten Grillversuch. Und zwar haben wir hier schon ein paar leckere Sparrows aufgelegt. Die haben wir jetzt schon ungefähr eine halbe Stunde drin, bei ca. 110 Grad. Und dann werden wir das jetzt mal austesten, wie das wird. Ich denke mal, wir sind für die kommende Grillsaison damit gut aufgestellt. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen und abonniert bitte fleißig weiter. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg.